Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Building Game. Beziehungsweise Marsh the Builds in diesem Sinne. Hinter mir sitzt der liebe Felix Rotpilz, wie ihr gerade gesehen habt in der Facecam. Deshalb ist die Facecam heute rechteckig. Der liebe Unge ist auch noch mit dabei. Hallo Simon. Hallo, und ich höre die beiden die ganze Zeit doppelt. Weil ja, ist ein bisschen schwierig, weil wir sitzen gerade in einem Raum. Wir sind nämlich gerade geschätzte, glaube ich, eine Stunde vor dem 25-Stunden-Stream. Nehmen wir gerade noch auf. Das heißt, wenn ihr dieses Video seht um 14 Uhr, Leute, könnt ihr jetzt einschalten und seht den 24-Stunden-Stream, beziehungsweise die letzten Stunden davon. Build Magic. Lol, das Alter. Ist geil, das ist cool. Das ist echt nice, okay, da habe ich eine coole Idee für. Auch eine sehr geile Idee. Schauen wir mal, wie wir das machen. Ja, wie gesagt, also wenn ihr Bock habt, Leute, schaltet auf jeden Fall jetzt mal den Stream ein. Und da könnt ihr uns jetzt quasi live am Boden zerstört sehen. Ich weiß nicht, ob Felix noch hier ist, keine Ahnung. Es kann bis dahin viel passiert sein. Es kann sein, dass ich schon wieder tot bin. Oder von einem Hund angegriffen worden bin. Es kann aber auch sein, dass es mir gut geht und ich komplett happy bin. Das kann man alles nicht predikten. Ich bin echt mal gespannt. Also wie gesagt, wenn ihr jetzt Bock habt, könnt ihr jetzt noch den Stream einschalten und seht uns quasi jetzt noch am Ende vom Stream. Die letzten, glaube ich, 4 Stunden müssen es dann sein und dann ist das Ding endlich vorbei. Das heißt, endlich ist es dann leider schon vorbei. So, schauen wir mal. Simon, wie möchtest du denn Magic bauen? Ich baue meinen Penis. Meine Frauen sagen mal, das ist der Magic Stick. Oh, der war so schlecht, bitte. Schneid das nicht raus. Also ich weiß noch nicht, ob meinst du, Katie kann das bezeugen? Wer sagt denn, dass Katie meinen Penis schon mal gesehen hat? Okay, gut, andere Frage, Simon. Meinst du, Leute, die deinen Penis gesehen haben, können das bezeugen? Ja. Nee, leider nicht. Kann leider niemand bezeugen. Rotpilz? Ja, kann ich bezeugen. Das ist cool, danke, Rotpilz. Alles klar. Lieben. Nee, also ich. Kein Problem, das Geld Ehrenmann. 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 Alter, Magic zu bauen ist ziemlich schwierig, finde ich, Felix, oder? Findest du? Ich finde es ziemlich einfach. Ich könnte gleich bei Rotpilz einfach hingehen und Bildschirm gucken. Ich könnte auch bei dir auf dem Bildschirm gucken. Dang, son! Ich bin aber nicht, weil ich fair bin. Ich bin Rotpilz, ich bin ein fairer Bube. Nein. Der riecht wirklich, der riecht wirklich. So, ich glaube, das ist so eine ganz gute Idee. Alter, das ist jetzt, ja, okay. Schauen wir mal, wie das bei den Leuten ankommt, was ich hier baue. Ich weiß nicht, ob das was wird. Ich auch nicht, tatsächlich. Damn, son, where'd you find this? Aber von der Idee her, wenn ich es jetzt zeitlich schaffe, könnte das ganz gut funktionieren, tatsächlich. That's true, my brother. Okay. My brother, fahren wir in der Samasa. Jetzt wird es ein bisschen schwierig, zeitlich, Alter. Das ist echt das größte Problem, was ich gerade habe, die Zeit. 3,5 Minuten. Ja, aber sag das mal nicht, das dauert schon ein bisschen, bis ich das hier fertig habe. Du weißt ja gar nicht, was ich mache. Das ist richtig. Deshalb, schauen wir mal. Eieiei, ob ich das so hinbekomme? Das ist die Frage, die ich mir jetzt stellen tu grad. Ich bin mal gespannt, was der liebe Simon gleich baut. Das würde ich auch gerne wissen. Auch extrem gespannt, was ich baue. Baut einen magischen Kotkopf. Ein Kotkopf? Ein magischer Kotkopf. Weil der Veganer ist, weißt du, das ist mal witzig. Verstehe ich jetzt nicht. Habe ich jetzt auch gerade nicht gelacht, Felix? Ach komm, ein bisschen lachen schon, nee, oder? Nee, Felix, also Simon, da muss ich wirklich sagen, Lächelchen überhaupt Lächelchen. Nicht. Nee, Felix. Versüßt alles. Nee. Ewigchen. Vaginachen. Vaginaschen, Alter. Überhaupt diese Metrik? Dein Gesicht ist ein Vaginaschen. Komm dir gleich darüber. Mach dich doch, du Pisser. Traust dich eh nicht. Hör ich auch aus? Glaubt ihr schafft es oder glaubt ihr schafft es eher nicht? Ich weiß es wirklich nicht, Alter. Keine Ahnung. Also ich habe jetzt was gebaut, aber das ist ziemlich verkrüppelt eigentlich. Also die Idee war sicherlich nicht schlecht, aber keine Ahnung. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also fertig bin ich halt, nur was ich hier halt gebaut habe, passt halt einfach absolut nicht zu meiner Idee. Nein! Das, was ich vorhatte, kann ich nicht machen. Warum?
weil ich ein Tier spawnen wollte, was ich nicht spawnen kann. Ich weiß es. Ein Hase. Ja, ich will einen Hasen spawnen. Was für eine Scheiße. Da richtig scheiße. Scheiß Mindpack scheiße. Na Felix, jetzt beruhig dich. Okay, jetzt, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber trotzdem kacke. Ah ja, ich weiß nicht. Also ich bin jetzt auf jeden Fall mal nicht ganz so zufrieden. Keine Ahnung. Oh, Alter, das ist nicht so gut. Das ist echt nicht so gut geworden. Also es ist okay, vielleicht gewinne ich noch. Ja gut, also das ist auf jeden Fall ein Typ mit einem brennenden Stück Scheiße in der Hand. Ja, das hat nichts mit Magie zu tun, ich muss ganz ehrlich sagen. Simon, nee, das ist einfach brennende Kacke. Das ist einfach ein brennende Kacke. Ich würde es immer so bewerten. Mhm. Magic, dass du das Wort erkennst, was es darstellen soll. Okay. Weil das hier, würdest du denken, ist eher so Läufer. Ah, okay, das sieht cool aus. Das sieht echt cool aus. Das ist okay, würde ich sagen. Oh Mann, ich habe so verkackt, Leute. It's good. Das ist wirklich amazing, Leute. Das ist amazing. Ja, jetzt übertreibt man nicht, Simon. So gut war das jetzt von dir nicht. So gut war das jetzt nicht. Also ich hab dir mal ein Good gegeben, aber nur mehr so aus Mitleid, Alter. Guck mal, das hier, da ist Concrafter. Ja, das kriegt doch da ist Concrafter, Alter. Ja, das ist jetzt auch nicht so. Ist da eine Hexe? Es ist nicht wirklich Magic. Es sieht aus wie ein Polizist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wollte gerade sagen. Also, es hat ja nichts mit Magic. Also, hat schon was mit Magic. Also, es ist okay, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Das hier ist ein Hase, der da raus. Der Boden sieht eher aus wie Blumen, Erde, und das sieht aus wie ein Blumentopf dadurch. Das ist leider das Problem. Ich würde sagen, das ist so auf einer Skala von 1 bis 10 ein mittelgroßer Brechdurchfall. Ja, würde ich jetzt einfach mal. Also, bis jetzt muss ich sagen, war meins am schönsten. Muss ich jetzt zugeben, oder? Okay, das ist. Oh, das ist von Rotpilz. Das finde ich auch geil. Ich gebe auch Wow, Everything is Awesome, Alter. Ja, das ist von Revi. Ja. Gut, dann gebe ich auch. Von wem ist es jetzt? Dann gebe ich es auch. Ja, amazing. Von wem ist es? Aber der Hase ist richtige Missgeburt geworden, ne? Also, so gut war es auch nicht. Ich glaube, es hat erst Amazing nicht verdient. Hier wollt ihr die Hasen reinmachen. Okay, man erkennt wenigstens, dass Magic ist. Also, ich gebe mal ein Good, Felix, aber die Hasen fehlen halt einfach, weißt du? Ihr seid so nett zu mir. Alle bauen dasselbe. Paul for Ho, Alter. Wie alt bist du? 7 oder was? Paul for Ho, Junge. Der ist so 7 und heißt einfach Paul for fucking Ho. Das ist nicht schlecht. Das sieht auch irgendwie cool aus. Das sieht echt cool aus. Dann gebe ich auch mal eine Mate-Thing. Wie mein Good. Ich gebe mir mein Mate-Ding, weil die Ohren besser sind als meine. Die Ohren habe ich echt verkackt, Alter. Mein Hase sieht sowieso aus wie vom Teufel besessen. Richtig Chucky der Mörderhase, Junge. Richtiges Mistvieh, Alter. Junge, wenn dieser Hase kommt, er fickt dich. Was ist das? Guck mal, der Typ zaubert nicht einen ganzen Hasen aus dem Hut. Der zaubert einfach einen Hut aus dem Hut. Hä, ich verstehe das doch. Er zaubert eine Person mit dem Hut aus dem Hut. Hä, was ist das? Ist das so ein Pilz von Super Mario? Also, ich würde nicht sagen, dass es Magic ist. Ich würde sagen, it's okay. Paul for Ho, Alter. Alle bauen dasselbe. Und er baut einfach das gleiche. Was ist das denn? Was ist das denn, Alter? Das ist Wolfgang Petri, Junge. Guck mal, die Haare. Simon mit grünen Haaren. Das ist Wolfgang Petri. Warum Magic? Da hat jemand Onkel gebaut. Ja, ich verstehe das überhaupt nicht. Simon, siehst du, hier ist doch deine berühmte Gabel mit dem Tofu, was brennt in der Hand. Okay, das ist cool, eine Kristallkugel. Ah, eine Kristallkugel, ja, aber... Aber jetzt, ja, nee, es ist mehr Wahrsagerei. Das ist es halt, eben. Keine Ahnung, also. Ist ja alles Humbug, wie man sagt. Das Lama-Rotpilz ist wieder für eine Scheiße. Also, das sollten wir nicht mehr tun. Simon, bedenkst du dir dann, das ist alles Humbug, was du sagst. Das ist wirklich mal Eiserbleeding, oder? Das ist richtig mal Eiserbleeding, tut mir leid, Alter. Hoffentlich explodiert das. Beste alle 10 für 10. Beste alle 10. Wow, everything is scheiße. Ja! Das hörst du davon, Jan Böhmermann. Was ist das? Ach, guck mal hier. Das ist doch nichts mit. Doch, das ist ein Zauberstab. Ja, es ist von Harry Potter. Harry Potter, der. Ja. Ja, gut, ja. Der Versuch ist es wert. Es ist okay. It's okay, ja, wollte ich gerade sagen. Das ist ja leider nur okay. Mehr so eine Rakete. It's okay. Aber es ist ganz lustig, dass man sich Rotpilz bei mir doppelt hört, ne? Ich hoffe, das stört jetzt zu sehr in der Aufnahme nicht. Lalalala. Aha. Yeah! Ja! Okay, alles klar. Bis die Nachbarn wieder die Polizei rufen, wird rumgeschrien. Ja, nur weil ihr euch gegenseitig hochgepusht habt. Du hochgepuschter Hurensohn! Leute, das war's von dieser Runde. Building Game mal wieder eiskalt gewonnen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, meine Freunde. Macht's gut und schaut jetzt beim 25-Stunden-Stream vorbei, wenn ihr Lust habt. Und schaut beim lieben Unge und beim lieben Rotpilz vorbei. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss!